Bitte lasst uns nicht nochmal den Bosskampf machen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich auch nicht. Aber nein, wir haben erstmal eins und zwar. Hallo da draußen, meine lieben Zuseher auf YouTube. Ich bin's, der Lier Schmitzel. Und ja, es geht hier ganz überraschend weiter mit einer neuen Aufnahme von Dead Space 3 mit Kimber zusammen. Yay. Ja, er ist da und er hat sich ein neues Mikro gegönnt. Ich habe mir ein neues Mikro gegönnt. Ich habe mir auch eine neue Kameraposition gegönnt. Oder Facecam-Position, Webcam-Position. Neues Mikrofon ist halt geil. Ne? Oh ja. Vor allem kann ich jetzt auch wirklich vor dem Mikrofon flüstern. Es ist sehr, sehr angenehm. Genau wie sonst was. Oh ja. RGB. Nein, auf jeden Fall. Es war eigentlich geplant. Division 2. Also Division 2 ist auf jeden Fall das nächste Koop-Projekt. Hoffentlich wieder mit dem dritten Spieler, den Zorni. Der ja heute ja, ganz... hoffentlich nicht wieder zu zweit. Ja, der ja ganz überraschenderweise sehr überrascht war, dass wir jetzt Dead Space machen, obwohl ich ihm gesagt habe, ja. Ne, habe ich ihn nicht gesagt? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Dead Space 3 jetzt. Nächstes Koop-Projekt ist Division 2. Aber ich glaube, ob ich das auf YouTube mache, weiß ich noch nicht, weil ich habe aktuell einfach zu viel. Es ist zu viel. Weil wir haben ja noch The Lost Legacy von Uncharted. Das fängt jetzt gerade an, hochgeladen zu werden. Dann mache ich noch. Ich dachte schon. Nein. Dann mache ich noch rein für. Also rein als YouTube-Projekt The Tales of Zerestiria? Zerestiria? Ja. Und ja, da muss ich noch komplett Folgen schneiden. Da habe ich noch gar nichts geschnitten. Ich habe nur das Rohmaterial. Und ja, es nimmt nicht ab. Naja, so viel zu der Einleitung. Zu der Einleitung. Wir gehen wieder auf die Szene und ja, wir wollen schließlich zocken. Und endlich! Ja, wo ist Spiel starten? Da ist Spiel starten. Und ja. Starten wir das Unmögliche. Ich habe tatsächlich noch das. Nee, ich glaube, wir müssen ihn nicht mehr machen. Oder? Ich hoffe. Nee, der wäre schon längst. Steuerung, Nee, der wäre schon längst gekommen. Wir mussten irgendwo. Da drüben. Da drüben waren wir drin, ne? Ja. Ah, stimmt, ich hatte immer eine coole Doppelsäge. Fang! Ich habe irgendwie so eine ganz komische Waffe. Ich weiß nicht, was die macht. Das ist diese Story-Waffe. Ach so. Ja, das ist die Sondenwaffe. Die kannst du eigentlich wieder zurücklegen, bis wir da die Story weitermachen. Das ist gerade eine Nebenstory. Ah. Wir hatten ja hier unsere Waffen und so noch gemacht. Okay, dann mache ich das. Sonderwaffe. Herstellen. Das war Flammenwerfer, Wallace Ripper. Lol, jetzt habe ich die tatsächlich zweimal hergestellt, die Waffe. Cool, kannst du mir eine schicken? Ich kann die demontieren. Schwerer Standardrahmen, Sonderwaffe, schwerer Standardrahmen, leere Sonderwaffe, auch nicht schlecht. Was habe ich denn da? Oh, ich habe auch die Sondenwaffe, hey. Ja, die habe ich auch hergestellt, stimmt. Jetzt habe ich die komischerweise zweimal. Ja, Bug. Also nicht wundern, die PC-Version ist hier ein bisschen buggy. Bisschen. Seltsamerweise. Also ich habe die PS3-Version davon gespielt ohne Ende und ja, yeah, die PC-Version ist mehr als nur buggy. Okay. So, meine kleine Minigun nehme ich mal wieder mit. Ja, mal ein bisschen Munitionsclip mit, man weiß ja nie. Ja.
1743 Schüsse reichen, oder? Ja, sollte passen. Wir laden mal nach. Ich muss erstmal in die Steuerung wieder ein bisschen reinkommen. Also echt diese... Die Dual-Sägeblätter, die ich gerade habe, die sind echt nice. Ja, das ist hier hinter der Tür irgendwie. Ah, mit draußen. Mit klein. Warte, ich guck mich hier mal um. Es ist immer gut, einen Aufzug zu steigen, der hier Platz spielen würde. Okay. Ich hoffe mal, das passt vom Ton her so alles. Auch mit dem Mikrofon. Wie gesagt, das ist noch neu und das muss ich, wie gesagt, noch alles ein bisschen testen. Ausschlag. Ja, ich gehe leicht in den roten Bereich rein. Passt eigentlich. Und Spiel ist jetzt aktuell Mittel. Sobald muss ich dich mal kurz ein bisschen leiser machen. Weil sobald der Kimber aber hier mit seiner Säge rumballert, ist die Live-Gamer, haut die richtig raus. Also von daher kann ich ruhig ein bisschen brüllen, weil eine Säge macht Lärm. Was? Ja, die macht Lärm. So, jetzt bist du auch leiser. Okay, oh, wir haben ja noch eine Wagen. Das ist so ein sehr angenehmes Gameplay, Mann. Oh. Such, mein kleines Bettchen, such. Ich habe ja noch einen. Aber der ist irgendwo unten. Ja. Die haben ja noch einen gefunden bei der letzten Aufnahme. Oh, hier ist eine Anzugstation. Und hier ist schon wieder eine Bank. Aha. Arktischer Anzug, Eva-Anzug. Oh, aber ich bin voll geupgradet beim Rig. Stase auch. Ich könnte höchstens nachladen. So, ich bin bei der Health Bar, also bei der Lebensanzeige, voll geupgradet. Mir fehlt, glaube ich, auch nur noch ein Upgrade für die maximale Panzerung. Okay, Wolfram U15. Ja, ich habe genug. Ja, also ich bin eigentlich, was Anzug und sowas angeht, also Rick ist voll aufgepowert. Da geht nichts mehr. Ja, die Sache ist, wir brauchen das alles halt, ne? Weil wir auch auf einen ganz schweren Spielmodus sind. Ist das eigentlich der schwerste oder nicht? Ich glaube, der war vor dem schwersten. Vor Hardcore. Ja, komm rüber. Ab in den Aufzug mit den Kratzern. Ach, da hinten. Ach, da. Okay. Falscher Aufzug da. Hä? Bei mir sagt er, ich muss hier lang. Oder waren wir? Sind wir hier rausgekommen? Nein, ne? Warte mal, ich gehe mal Mission. Ach so, warte, ne, ich hatte die Hauptmission noch als Marker, als Markierung drin. Ja, Moment. Kann ich denn das auswählen? Was? Oh. Hm. Upsi. Da ist schon wieder eine Bank. Überall Bänke. Na, mal lieber drauf treten. Ziel sagt diese Tür. Ich muss aber echt sagen, vom Klickgefühl her bei der Tastatur, ne? Ist ja echt geil. Ja, die ist nicht schlecht. Weil ich muss nur ganz leicht pushen. Oh! Oh, ist leider runtergefallen. Ja. Nix da!
Sägeblatt ist so heftig, ne? Ja, ich merk's, wie du hier rasierst. Oh, was ist das? Was ganz langsam zu mir kommt. Straßenverstärker. Okay. Die also diese Version ist so buggy, ne? Ja, ja. Ja, das stimmt. Was macht der da mit seinen Stängele? Ignoriere einfach. Kann ich nicht, sieht zu witzig aus. Ich reiß dir jetzt deinen Stachel aus, hör mal. So. Hier fehlt uns leider die Karte. Du meinst die rote Karte? Eat. Tschüss. Verschwende nicht, bitte, 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 bitte. Sehr gut. Okay. Passt auf. Danke. Das war nur Munition. Das Geräusch nervt dezent, oder? Nein, Motorhead. Motorhead-Sound da. Lang, da, da müssen wir lang, okay. Oh. Medikit. Kontaktstahl. Ein Bauchplan gefunden. Kontaktstahl, okay. Aber die kleinen Medkits bringen mir nichts mehr. Ich kann die schon nicht mehr sehen. Die nehmen nur Platz weg. Ich habe auch nur noch große. Hier die Axt im Walde. Du machst das schon. Echt heftig. Was denn mein. Vor allen Dingen, wenn die zu nahe kommen, ist das echt heftig. Schickst du mir jetzt die ganzen Billo-Teile? Ja, ich hab hier zu viele davon. Entfernen. Ich hab gerade nur die feinsten Medikits. Ach, du wartest jetzt wieder auf mich. Ja, wir müssen ja hier immerhin das beste Spiel ever spielen. Ach so. Oh nein! Hast du gemacht? Die falsche Taste gedrückt. Oh, Kollege, was ist da los? Ja, falsche Taste. Hä? Ach, da. Oben. Ui. Ja, danke. Hä, was macht... Da musst du hin. Oh, ja, ich glaube, der hat mein A akzeptiert. Dann ist er nach links gegangen. Weil ich die einfach so ganz leicht gedrückt habe. Wieder ein kleines Medkit. Altmetall nehmen wir immer. Das
Nix da. Ich glaube, wir sind einfach zu gut. Ja, wir sind gerade echt overpowered, muss ich sagen. Los, Pöttchen! Sammel mir den guten Scheiß. Mehr anlegen! War doch immer ihr seid! Letzten Endes werden die sowieso weggesägt. Super Pitching wartet an der Bank. Oh nein, das hört sich. Oh, ich glaube, der kam von oben. Super gelandet. Aber leider ist die Kiste nicht da, die ich. Super. Doch da. Hab sie. Ich will sie alle. Oh, noch die letzte Kugel, Private. Tut mir leid, General, Sir. Aber ohne Schlüsselkarte. Wie heißen Sie, mein Junge? Kaufmann, Sir. Private Tim Kaufmann, Sir. Mögen Sie Kartoffeln, Tim? Ja, Sir. Schätze schon, Sir. Gut. Denn wenn Sie die verfluchte Schlüsselkarte nicht finden und diese Munition nicht bis Sonnenuntergang in einen Zug geladen haben, werden Sie für den Rest Ihrer erbärmlichen militärischen Laufbahn gottverdammte Kartoffeln schälen. Das ist geil, wie meine 3070 einfach auf 500 MHz läuft und 40 Watt und es für 60 FPS in dem Spiel für bei 4K reicht. Ja gut, das Spiel ist noch nicht besonders hochwertig. Okay, wir brauchen langsam die Schlüsselkarte. Nicht wissen, was meine macht. Meine Glasscharpe sagt eiskalt. Die Schlüsselkarte ist hier irgendwo. Was ist denn so Wichtiges im Zugdepot? Waffen. Wenn er sie vor uns findet, dann wird niemand wiedergeboren. Also sucht weiter. Da oben! Er ist auf dem Steg! Hier unten ist noch was anderes! Passt auf! Oh. War's.
Nein! Wir können den Plasmakern nicht mitnehmen. Okay, jetzt kann ich mich nicht. Uiuiui, da ist das Inventar wieder voll. Ja. Die gute Nachricht, ich habe die Schlüsselkarte zu einem Waffenlager. Super, lassen Sie sich nicht umbringen, bevor Sie sie nutzen können. Danke, Carver. Audio-Nachricht. Der Befehl des Generals wurde Oh, oh, hinter mir. Irgendwas kam da raus. Säge, 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 Spaß. Oh, scheiße, Entschuldigung. Kannst du wegwerfen. Oh, Wolfram nehme ich aber nicht. Ja, ich habe 91 Wolfram. Cool. Wie viele Stase-Packs habe ich denn bitte? Hau die Dinger weg. Ach so, ja, wir haben ja hier die Schlüsselkarte geholt. Partner wartet im Aufzug. Ah, er macht hier wieder Lärm, was ist da los? Was? Hast du mir so einen Lärm gemacht? Entschuldigung, ich musste leider etwas Fleisch stellen. Ach, du Scheiße! Okay. Was ist denn? Geh du mal vor! Du hast die Säge. Ich bin aus dem getackelt worden. Ich bin so umgetackelt worden und du wurdest einfach der Luft zerfetzt. Wir haben den Boss besiegt. Er hat uns tausendmal getötet. Die kleinen Viecher, die können nicht. Die Viecher umgetackelt. Das war ziemlich eng. Die Viecher sollte man nicht unterschätzen, ey. Ach, hier sind wir wieder.
raus! Aua. Was ist denn? Oh! Ja, die Waldfee. War jetzt auch schon so heftig, dass ich mein Mikrofon wieder auf normal geschalten habe. Das ist garantiert kein Flüstermodus mehr. Ja. Ah, hier müssen wir dann lang. Okay. Wir werden mal zur Bank gehen. Ja, wir müssen wieder hinten hin. Ah, okay. Wo ist die Bank? Die Bank ist nicht offen. Die ist hinter der Tür, die verschlossen ist. Ah, toll. Weggesnipst und beheaded. Oh, ich sollte mal eins. Kommen hier auf jeden Fall sehr viel Munition. Können wir eben eins machen? FSK 18. Wir aktualisieren mal lieber. Ja, ist schon okay. Gute Idee. Sollte ich machen. Moment. Wollte ich auch mal machen. Oh, wo stellt man das denn nochmal ein? Ja, ich habe das jetzt quasi im Titel. Nee, weil ich habe erwachsen. Ich habe das, glaube ich, ja immer allgemein jetzt drin gehabt, oder? Waren das nochmal, wo waren das? Unter Einstellung? Unter Einstellung, Stream, Inhalt für Erwachsene. Ah, okay, ja, da habe ich schon von Anfang an drin. Ich nicht. Wir können die Kinder uns auch freiwillig. Also, egal. Oh nein, jetzt will ich mich wieder selbst. Pop-Out-Player schließen. Das Einzige, was das bringt, ist, dass du quasi, wenn deine Seite aufgeht, dass sich das an ja, Erwachsene richtet und ja. Alles in Erwachsenen-Entertainment hier. Mit Köpfen, mit Körperteile abschlagen, genau. Mit Einzelteile zersiegen. Das heißt, ich kann nur noch Dead Island empfehlen. Als würde bestimmt auch viel Spaß machen in der Zombie-Apokalypse. Ich hatte mit den Zombie mal gesprochen wegen Tiny Tina's Wonderland. Gesundheit. Ist halt auch, gehört halt mit zu Borderlands oder so ein Borderlands Spin-off. Ich mag Borderlands nicht. Also ich hab mir angeguckt, das sieht eigentlich ganz witzig aus. Seid still. Hat einer gesagt, seid still? Ja, pack deine Minigun aus. Jetzt wird geratzt. Aua. Sollten wir nicht erstmal eine Bank aufsuchen oder so? Ich habe absolut keinen Tampas.
Aber mir geht es eigentlich. Hui. Wenn ich das entferne, das entferne, das entferne, das entferne, dann habe ich wieder Platz. Warte mal. Oh, Säurebrand. Stase-Verstärker, Stase-Hilfe, oh, Säurebad. Bezieht Projektile mit einer Säureschicht, die nach und nach Schaden zufügt. Na dann. Und jetzt? Kommen wir bestimmt wieder nach oben. Da war noch so eine Karre, wo man einsteigen kann. Stimmt. Bei mir sagt er wieder hier hin. Was sind wir denn dann hier? Kommen wir jetzt wieder. Du hast es auch gehört, oder? Frag mich, was das für ein Skelett da hinten ist. Sieht aus wie ein Drache. Sieht auf jeden Fall groß aus. Aber ich glaube, beim letzten Mal konnten wir die Karre doch gar nicht benutzen. Also dieses Transportmittel. Oder? Transportmittel? Ja, dieses Ding, was wir auch im Weltraum hatten. Ja, da hatten wir ja irgendwie eine Nebenmission. Dann war die Karre da. Und ich glaube, das ist einfach nur ein Transportsystem zwischen den ganzen Einrichtungen. Okay. Also meine Bankmarker, der sagt hier. Ah, da unten war eine Bank. Zeug entleeren. Jo. Ich mach was Neues basteln. Stasehilfe, Plasmakern, Säurebrand, Staseverstärker, Platine mit 2 Schaden, 2 Nachladen. Und 2 Bots, die zurückgekehrt sind. Mit Rationspunkten, die ich nicht ausgeben kann. Oh. Berichtetes Reaktionsfeld. Medizinische Hilfe habe ich auch. What the fuck? Ultrawaffen und Ressourcenpack. Rationspunkte 30. Kann noch. Nein, oh, okay. Oder auch nicht. Was passiert? Schließen. Mann, du kannst das doch nicht. Nee. Das ist blöd. Das kostet auch echt Geld. Es kostet 30 Rationspunkte und 1,90 Euro. Nee, entweder oder. Ich konnte das gerade nicht nehmen. Hast du überhaupt genug Rationspunkte gehabt? Ich habe 39. Einige kosten auch, also eins kostet 60 und eins 30, meine ich. Na egal, ist mir egal, ich kann es ja nicht machen. So, ich zerleg mal alles, meine Waffen entfernen und demontieren. Du kannst deine einzig ausgerüstete Waffe nicht demontieren, alles klar. Dann machen wir was neu. Was haben wir denn? Schwerer Standardrahmen. Kompakter Standard, schwerer Rahmen. Schwerer Elite-Rahmen. Ripcore. Ich habe den Plasmakern 3-mal, okay. Ich habe auch schon 1-2 verkauft. Okay.
Telemetrie. Ich habe was extrem Böses gerade gebaut. Bares Tool. Das, was ich gerade gebaut habe, ist echt böse. Militärantrieb. Standardspitzer. Diffraktionsring, Maschinenkanone. Standardspitzer. Artilleriebolzen, Plasmakern. In den Stromsparmodus. Der Brenner. Hab ich davon? Ja, Wolfram. Ja, komm. Das ist auch so böse. Ein Kyrobrenner. Wir machen ja sowieso gerade Raumkampf irgendwie, ne? Also nichts mit wirklicher Entfernung. Dann. Ja. Was ist da los? Alles gut, ich mach das schon. Okay. Ja, ich mach das nicht. Oh, was ist da los? Auf hier so einen Lärm zu machen. Ich hab schon ein bisschen überrascht. Was hat er denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Oh, da ist schon wieder einer festgepackt. Achtung! Aua! Halt mir die vom Leib! Vielleicht doch keine gute Idee. Flammenlasur. Funktionshilfe. Säurebad. Ja. Schadensboost. Eine produziert eine Maschinenpistole mit Salvenfeuer, okay.
Konische Streuung, Präzisionsspitze, Standardspitze. Nehmen wir das mal. Oh, und da lassen wir mal Standard drauf. Machen wir mal ein Pub. Plus 1 nachladen, Feuerrate. Schaden, ich will Schaden. Immer diese Damage-Dealer. Ich glaube, das bleibt so. Okay. Der Musikhörer. Ja, ich glaube, ich habe mir da jetzt was Tolles zusammengebastelt. Das probiere ich da direkt mal aus. Neu, Kontaktstrahl. Na, da bin ich mal gespannt, hör mal. Ach, die hätte ich auch mal. Aber wenn mir doch was zu nahe kommt. Der Flammenwerfer, ne? Ah. Ja. Ich habe jetzt auch die hier etwas verändert. Ich habe jetzt einen richtig schönen Bums nach hinten. Einen gestärkten. Na denn? Der hat auch eine gute Reichweite, denke ich mal. Eine bessere als der Standard. Dann habe ich noch natürlich meine Kettensäge. Kann ja nichts schief gehen. Sag. Okay, du hast es gejinxt. Wird passieren. Jetzt wird alles lebendig, was da oben war. Super Kebabi, sei gegrüßt. Leg die Beine hoch und genießet, wie wir hier wieder. Kimba. Was? Du machst hier wieder so einen Lärm mit deiner Kettensäge. Ja, hör mal, wer da hämmert. Okay, mein Flammenwerfer ist auch nicht viel besser. Ja, okay. Geht's wie steht's? Hey Leute, ich bin wieder da. Gott sei Dank. Haben Sie alle Sensorteile gefunden? Ja, ich werde ihn an der Bank unten zusammenbauen. Nein. Dauert einen Moment. Ich muss doch nicht Munition entfernen. So reich bin ich auch nicht. Einer
Nerven und sollte langsam... Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Ich nehme mal die Sonne. Was soll ich damit machen? Ich habe die Kanone mit. Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe... Okay, dann nehme ich meine Minigun. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Wenn Not am Mann ist, ist die Minigun an der Hand. Ja, kriegen wir alles hin. Wir müssten zum Aufzug. Ach so. Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir rein in den Körper. Na, danke. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Wir müssen tief in ihn eindringen. Da hinten. Nice, sind die Dinger bestimmt aktiv. Da hinten müssen wir jetzt hin. Okay. Ja, ich muss auf die andere Seite wahrscheinlich. Ja, meine neue Waffe hier ist ganz nach dem Vorbild von Alien zusammengebaut. Sigourney Weaver Forever. Sturmgewehr oder Sturmgewehr und Flammenwerfer. Wer kennt es nicht? Ach so. Ja, wir Deutschen lieben sowieso die Flammenwerfer, ne? Ach, hä? Ja, ich glaube, der Marker ist buggy. Da muss ich hin. So. Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Norton, kannst du uns helfen? Wow, das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es, ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie es sagen, gehen Sie in den Käfig. Boah, wen ist den denn in die Sandige reingelaufen, ey? Ich gehe mal in den Käfig. Wir gehen mal beide in den Käfig. Müssen wir jetzt boxen? So fühlt sich also der Abstieg in die Hölle ein, an. Also Santos, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervennetz. Er sollte Ping machen, wenn Sie nahe dran sind. Und dann? Ich schätze, dann schießen Sie eine Sonde rein. Meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Endlich was Simples, oder? Genau. Weil es ja auch immer simpel ist. Matscheboden. Oh, du musst, glaube ich, die Spezialwaffe haben da. Ja. Okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Ping. Dann klingt gar nicht so schwer. Ganz hinter dir. Also da drüben sieht es auf jeden Fall sehr verzerrend aus. Ist das gesund, da reinzugehen? Ja, sieht überall so aus, okay. Über dir. Ah. Sensor, es bewegt sich! Keine Sorge, es ist praktisch tot. Na, das hört sich aber nicht gut an. Oh. Alter, die hat mich aus. Oh, ich bin fast tot.
Oh. Du bist tot. Ja, und wo denn? Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Ich glaube, hier sind wir fertig. Nichts. Ich muss einen stärkeren Signalping finden. Alter, ist das dunkel hier, ne? Hier oben ist noch einer. Da ist noch einer. Immer noch nichts. Ich muss hier irgendwo einen aktiven Knoten. Falscher Knoten. Muss hier irgendwo einen stärkeren Ping geben. Über mir ist noch einer. Scheiße. Okay. Ich würde sagen hier. Kommt und holt mich. Alles okay? Ja. Ehrlich. Ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Noch eine. Okay, das ist nicht cool. Ja, wo muss noch eins sein? Die hier sind noch relativ normal. Oh oh! Ach du Scheiße! Ratten jetzt! Scheiße, es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist! Santos, nicht jetzt! Zum Aufzug? Was ist der Aufzug denn? Da ist der Aufzug! Was ist da denn passiert? Wo war mein Teampartner? Ich hab darauf geschossen, den Bescheuerten. Oh nein, ich nehme alles von vorne.